In unserer Reihe über exotisches Obst und Klimawandel an der Uni Heidelberg wollen wir jetzt mal Äpfel mit Birnen vergleichen. Für die, die es immer noch nicht raus haben, das sind die Birnen, das sind die Äpfel. Die Äpfel sind in der Regel apfelförmig, während die Birnen in der Regel birnenförmig sind. Ja, gibt es denn traditionellere, einheimischere, weniger exotische Obstbäume als Äpfel und Birnen? Die meisten würden sagen, nein, das sind wohl die traditionellsten Obstbäume in einem deutschen Obstgarten. Vielleicht noch zusammen mit Kirschen und Pflaumen, aber die meisten würden wohl Äpfel und Birnen nehmen. Naja, wie traditionell und einheimisch sind diese Bäume? Naja, wir haben in Deutschland die Wildbirne oder Holzbirne. Und wir haben den Wildapfel oder Holzapfel. Und dann haben wir die Kulturbirne und hier den Kulturapfel. Und am einfachsten wäre es sich vorzustellen, naja, man hat halt die leckersten Holzbirnen und Holzäpfel genommen und daraus die Kulturbirnen und Kulturäpfel gezüchtet. Na, ganz so einfach ist es nicht. Birnen und Äpfel, zumindest die Kulturbirne und der Kulturapfel, also Pyrus communis ist die Kulturbirne, Malus domestica, der Kulturapfel, sind hybridogene Arten. Das heißt, sie sind aus der Kreuzung zwischen verschiedenen, ja, bei der Kulturbirne Wildbirnenarten und beim Kulturapfel Wildapfelarten entstanden. Und nicht mal hier, sie sind in Asien entstanden. War aber schon in der Steinzeit auch in Mitteleuropa bekannt. Also, ja, sieht es so aus, als ob sie schon durch uralte Handelswege hierher gebracht wurden. Höchstwahrscheinlich mit, ja, entweder absichtlich mit Samen oder mit getrockneten Apfel und Birnen in den Vorratsbeuteln der steinzeitlichen Reisenden. Na gut, was gibt es noch für wichtige Unterschiede zwischen Apfel und Birne? Der Birnbaum wird in der Regel sehr viel größer, älter, das Holz ist deutlich interessanter als beim Apfel. Der Apfelbaum bleibt etwas kleiner, wird nicht ganz so alt, das Holz ist nicht so interessant. Dafür ist die Birne wegen der geringen Zuckerproduktion anscheinend bei den Imkern nicht so beliebt wie andere Obstbäume. Ja, warum sehen wir eigentlich in der Regel mehr Äpfel als Birnen? Warum essen wir mehr Äpfel als Birnen? Na gut, ein Grund könnte natürlich könnten die Zucker in der Birne sein, die nicht von allen gut vertragen werden und zu häufigem Besuch der Toilette führen. Aber ein wichtigerer Grund ist, dass die Früchte nicht besonders lange haltbar sind. Also mein Großvater hatte ein paar Birnenbäume und da hat Birnen für den Winter eingelagert. Allerdings war das Obst, das man als erstes aufessen musste. Er meinte, ja, ist am besten zuerst die Birnen auf. Die halten sich nur ein paar Wochen. Die Trauben halten sich je nach Wetter, wenn man sie irgendwo in einen trockenen Raum tut und auf Zeitungspapier auslegt, Wochen bis Monate. Und die Äpfel halten sich monatelang. Ja, das ist auch der wichtigste Grund, warum Äpfel in jedem Supermarkt beliebter sind als Birnen. Äpfel kann man im Supermarkt oder im Laden oder im Lager monatelang rumliegen lassen, während Birnen schon nach mehreren Wochen verderben. Trotzdem sind Birnen hier in Südwestdeutschland extrem beliebt. Der Birnbaum ist einer der häufigsten Obstbäume in traditionellen Streuobstwiesen. Und hier hat man im Prinzip versucht, so etwas wie eine traditionelle Hochstammstreuobstwiese anzulegen. Natürlich einerseits aus historischen und naturschützerischen Gründen, andererseits auch um die Pflege zu erleichtern. Naja, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns überlegen, wozu ist denn so eine Streuobstwiese gut? Naja, erstmal ist das natürlich eine Wiese, sodass hier die meisten Wiesenarten sehr gut leben. Dann gibt es aber Bereiche mit mehr Schatten, wie unter diesem Apfelbaum, wo sehr wenig wächst, und mehr Sonne. Dann leben in Streuobstwiesen sehr viele Tiere, Vögel, Insekten,
Und da vorne ist auch schon der Hase unter dem Apfelbaum. Naja, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir den Hasen zum Filmstar. Hasen sind im Neuenheimer Feld gar nicht so selten. Da läuft er. Jetzt lassen wir ihn mal in Ruhe. Ich will nicht, dass er von der Wiese runter und auf die Straße läuft. Und gehen wir wieder mal zu unseren Äpfeln und Birnen. Ja, Äpfel halten sich sehr lange, im Extremfall bis zu einem Jahr. Wie ist das aber mit Birnen? Eine Obstart, die im Prinzip, naja, sowas wie einen länglichen, Durchfall verursachenden Apfel produziert, der sich nur wenige Wochen lang hält. Wozu braucht man sowas? Tja, in den, naja, vorletzten Jahrhunderten muss man wohl schon sagen, so im 17., 18., 19. Jahrhundert hatte die Birne ihre Blütezeit in Mitteleuropa. Ja, war die Birne wohl in vielen Gegenden Südwestdeutschlands der beliebteste Obstbaum? Warum? Und welche Sorten waren das? Ja, die Antwort ist, naja, weil sie so weich und nicht haltbar ist. Und für welche Sorten? Keine Sorten. Warum war die Birne so beliebt? Naja, sie ist also weicher und weniger haltbar als der Apfel. Diese Birnen sind natürlich noch hart wie Holz, weil es noch ein paar Monate dauert, bis sie reif sind. Wenn sie reif sind, verrotten sie relativ schnell. Sie sind sehr süß, ihr Zuckergehalt ist sehr hoch. Allerdings ist oft auch der Pektingehalt deutlich höher als der Apfel, als der des Apfels. Naja, wenn man in Birnen, vor allem von alten Obstbäumen am Straßenrand oder in alten Streuobstwiesen beißt, dann sind sie zwar in der Regel sehr saftig und sehr süß, aber auch sehr herb. Und wenn man jemand nach den Sorten fragt, wenn man drei Leute danach fragt, was für eine Birnensorte ist das, kriegt man mindestens 5 Antworten. Wie hängt das alles zusammen? Naja, ganz einfach, weil die Birne so wenig haltbar ist, hat man sie vor allem zu Most und den Most manchmal auch zu Birnenschnaps verarbeitet. Aber 95% gingen in den Birnenmost. Wenn man sich überlegt, Birne im Vergleich zu Apfel, die Birne ist weicher und damit auch weniger haltbar, aber damit auch besser ausquetschbar mit relativ primitiven Mitteln. Sie ist süßer, das bedeutet, sie wird meist schon auf den Bäumen von Vögeln und anderen Tieren angefallen. Aber sie macht auch einen süßeren Birnenmost. Naja, und der hohe Gerbstoffgehalt, der war auch kein Problem. Der hat erstens den Geschmack des Mosts bereichert, anders als bei den frischen Früchten. Und zweitens hat er auch als Konservierungsmittel gedient. Ja, und deswegen wurde die Birne hier in sehr großem Umfang angebaut. Der Apfel oder die Kirsche wurden auch in großem Umfang angebaut und auch für Weinmost und Schnaps verwendet. Allerdings wurden Äpfel und vor allem in unserer Region hier auch Kirschen und auch Birnen viel als Marktobst verwendet. Vor allem seit die Eisenbahn nach Süddeutschland kam, wurden Äpfel, Kirschen und auch Birnen in ganz Mitteleuropa und bis nach London, Norditalien oder Moskau exportiert. Bei dem Apfel und bei der Kirsche war das sozusagen die Hauptnutzung. Die Nutzung für Most war eher eine Nebennutzung. Bei der Birne war es andersrum. Da gab es relativ wenige Dessertsorten, die man als Früchte verkauft hat. Die meisten Birnen waren Mostbirnen. Und wenn man eine Frucht im Großhandel verkaufen will, ist es gut, ihr einen Namen zu geben. Wenn man aber Birnenmost verkauft, dann ja, braucht man nicht unbedingt zu sagen, aus welcher Sorte dieser Birnenmost gekeltert wurde. Und somit hat man einfach, naja, wenn man irgendwo in einer Hecke einen jungen Birnbaum gesehen hat oder wenn man irgendwo Stockausschläge eines Birnbaums gesehen hat, ging man an die Früchte hin, naja, wenn sie groß und saftig und süß waren, dann hat man diese spezielle Birne vermehrt. Man hat sich nicht groß drum gekümmert, ihr einen Namen zu geben. Oft hat man ihr einen Namen gegeben, manchmal auch nicht. Oft hat man für mehr oder weniger die gleiche Birnensorte 100 verschiedene Namen genommen.
Das war ja nicht so wichtig. Das war nur wichtig, wenn man die Früchte verkaufen wollte. Vor allem, wenn man die Früchte in die weiter entfernten Städte verkaufen wollte. Dort wollten die Leute Früchte von bestimmten Birnensorten haben. Alles, was in den Most kam, naja, wie oft habt ihr bei Birnensaft oder Apfelsaft oder Birnenmost oder Apfelmost oder Birnenschnaps oder Apfelschnaps irgendeine Sortenangabe gesehen? Ja, aus diesem Grund sind die meisten Birnen, vor allem die alten Birnbäume bei uns, keiner bestimmten Sorte zuzuordnen. Aus diesem Grund sind sie relativ wenig haltbar. Haltbarkeit war bei vielen dieser Bäume stand nicht wirklich im Vordergrund. Aus diesem Grund sind Birnen saftiger als Äpfel, in der Regel süßer, aber oft, vor allem hier in dieser Region, stark pektinhaltiger. Wenn ihr also das nächste Mal in eine Birne, vor allem vor einem alten Birnbaum, beißt und sie ist sehr süß und saftig, aber gleichzeitig auch sehr herb, braucht ihr sie nicht gleich auszuspucken, sondern ihr könnt euch erstmal daran erinnern, warum diese Birnen gezüchtet wurden. Nicht als Dessertbirnen. Naja, gut, dieser Baum hier sind Dessertbirnen übrigens. Aber viele unserer Birnenbäume hier in der Gegend wurden nicht als Dessertbirnen gepflanzt, sondern als einfache, namenlose Mostbirnen.